Letzter Abend. Jetzt kommen erst mal ein paar Highlights. Komm jetzt hier mit. So, ich hatte gerade einen Gedankenblitz, nachdem ich sehr lange überlegt habe. Halt die Fresse, das war meiner. Ach nein, scheiße, Mann. Komm jetzt hier mit. So, was machen wir jetzt? Ein Ballon und Feierabend. Ein Ballon und wir fahren nach Hause. Ja. Okay. Wir befinden uns jetzt hier ganz kurz vor dem letzten Ballon. Und wir gucken jetzt, wer die Maren machen kann. Du hast das Video nicht gesehen, oder? Also, keiner von uns hat sich wie eine... gefühlt? Wie eine... Knoblauchzehe. Gefühlt, ja. Nee. Aber das versuchen wir jetzt meinen Roller. Was ist deiner? Scooty? Nee, der gute Scooty. Scooty ist leider nicht meiner. Ich hätte ihn sehr gerne genommen. Oh nein, wenn er jetzt... Welche Farbe hat er nochmal? Wenn er jetzt hier nicht steht, dann wird's schwer. Oh nein! Welche Farbe hatte der denn nochmal? Rot. Rot? Ja, ja. Oh nein, scheiße, Mann. Das Blöde ist, wenn du dir wirklich sicher bist, dass dein Roller hier irgendwo steht und der dann doch nicht da ist, dann wird's schwer. So, ich hatte gerade einen Gedankenblitz, nachdem ich sehr lange überlegt habe. Halt die Fresse, das war meiner. Was? Mein Gedankenblitz. Mittlerweile kennt ihr die Marie von den letzten Videos. Immer nur Schrott. Wolltest du jetzt nochmal auf meinen Rollerunfall anspielen? Nein, noch nicht. Ich habe einfach nur die... nein. Look at this legend. Yeah. He's having a burger. Das ist halt das Geile, so der Boy, der ist jedes Mal so am Arsch. Der schielt in 10 Richtungen. Ja, der ist dann halt richtig gut dabei. Aber der kriegt das selber auch gar nicht mit. Könnte das hier mein Roller sein? Nein, der steht nein, oben. Ja. Ach, ja, stimmt. Bei diesem Mitarbeiterparkplatz. Stimmt, der Mitarbeiterparkplatz, ja. Jetzt ist so Bescheid. JPX oder so, JPL. Wen interessiert's? Is it too much? Oh, okay. No, just video. Okay, wir haben jetzt quasi unser Abschieds-Ham and Cheese Toasty. Das heißt, wir haben genug erlebt. Marie lässt einen ganzen Euro springen, damit ich noch ein Ham and Cheese Sandwich bekomme. Wow, Disrespect ist groß. Der Disrespect ist groß. Ja, also es gibt noch ein Ham and Cheese Toasty. Und dann ist auch Feierabend. Wir atmen hier noch die letzten Ham and Cheese Sandwiches ein und aus. Machen die Maren dabei. Oh. Ja. Oh. Kurz ein bisschen Pest aus. Schauen dabei aber auch noch ein paar Videos, die Marie aufgenommen hat. Das war ein schöner Moment. Das war ein richtig schöner Moment. Das stimmt, heute Abend. Ja. Das stimmt. Oh, da habe ich noch einen. Na, klasse. Ich kann das nochmal spielen. Nee, schon okay. Das blende ich einfach gleich ein. Auf jeden Fall Ham and Cheese. Abschieds. Oh, okay. Wer weiß, was ich da mache? Keiner weiß es. No beer. No beer. Closed. Riecht hier ein bisschen wie in der Stinkestraße, riechst ja, du das? Ja, stimmt. Voll. Ein bisschen Stinkestraße ist hier. Und dann verabschieden wir uns jetzt einfach. Ja. Tschüss. Scheiße, die wurde hier richtig zur Kämpferin in Thailand. Shit. Nein, komm, tschüss. So, jetzt dein Auftritt. Bis denn! Perfekt, tschüss! Mein Benzintank entscheidet tatsächlich über das Schicksal. Wie man sehen kann, da ist nicht mehr so viel drin, deswegen will ich auch nicht mehr so viel rumfahren. Sonst würde ich jetzt sagen, die Nacht wird noch kürzer. Aber andererseits verbraucht der Roller auch nicht viel.
ich fahre trotzdem nach Hause, Leute. Fahre ich nach Hause? Jetzt wäre ein geiler Cut zu der Party wieder. Mann. Eigentlich muss ich's machen. Immer noch was drin, schön. Okay, Mom! I wanna kill him. Like now you're supposed to kiss. He's so fucking rude with me, I wanna kill him. Maga, where are you now? So, tonight we fight. You fight for him? You and me? No! No! I don't want to have fun with someone. I can't go to work. Daniel, it was very nice. And she gave me the balloon. Okay, Marvin, me and Daniel, we go dancing now. No, aber nicht mit dir. Angenehme 5 Uhr. Es wurde minimal zu lang. Muss ich mit klarkommen. Ja. Ja. Sich das im Nachhinein anzuschauen. Interessant. Auf jeden Fall waren es dann, ich glaube, um 9 Uhr ging, glaube ich, die Fähre zurück. Ja, ich glaube, ich bin um 8 oder so aufgestanden. Also es war eine sehr kurze Nacht, aber das wird man dann vielleicht im nächsten Video sehen, falls ich das noch schneiden möchte.